Mehr als zwei Wochen nach dem Anschlag auf ein Popkonzert von US-Sängerin Ariana Grande in Manchester setzt der Teenie-Star seine Welttournee in Paris fort. Auf Instagram schreibt sie nach ihrem Auftritt: Merci Paris, je t'aime. Danke Paris, ich liebe dich. Und ich bin dankbar, zurück zu sein. Das Konzert in der französischen Hauptstadt verläuft unter strengen Sicherheitsvorkehrungen, insbesondere nach dem Angriff eines Islamisten auf Polizisten vor der Pariser Kathedrale Notre-Dame. Die Polizei kündigt bereits vor dem Anschlag verschärfte Sicherheitsmaßnahmen für das Konzert an. Rund um den Veranstaltungsort im Osten von Paris sind die Straßen gesperrt. Polizisten und Wachleute kontrollieren jeden einzelnen Konzertbesucher beim Einlass. Am 22. Mai sprengt sich ein Selbstmordattentäter bei einem Konzert von Ariana Grande in Manchester in die Luft. Oh my God. What just happened? 22 Menschen, darunter hauptsächlich Kinder und Jugendliche, werden dabei getötet. Daraufhin unterbricht die Sängerin ihre Welttournee und sagt Auftritte in London, Belgien, Deutschland, Polen und der Schweiz ab. Am vergangenen Sonntag nimmt sie allerdings an einem Benefizkonzert für die Opfer des Selbstmordanschlags teil. Gemeinsam mit vielen anderen Stars wie Justin Bieber, Katy Perry, Robbie Williams, Miley Cyrus und Pharrell Williams tritt sie vor 50.000 Fans auf. Mit ihrem Auftritt möchten die Stars ein Zeichen gegen den Terror setzen. Aber Ariana Grande hat noch ein weiteres Ziel. Der Erlös aus dem Benefizkonzert soll den Verletzten und Hinterbliebenen zugutekommen. Und tatsächlich bringt das Konzert eine Rekordsumme von 2,3 Millionen Euro für den We Love Manchester Emergency Fund zusammen. Oh, love.